Im UV-Schutz gilt, am besten ist es, die UV-Strahlung ganz zu vermeiden. Im Stadion oder auf der Fanmeile ist Schatten aber oft nicht leicht zu finden. Die zweitbeste Möglichkeit ist, die Haut zu bedecken. Bleib dran, wenn du wissen willst, wie man sich fürs Stadion oder die Fanmeile richtig anzieht. Wenn man Sportbekleidung trägt, wie so ein Trikot hier, dann ist man schon ganz gut geschützt. Es ist sehr dicht gewebt und es bedeckt auch den Schulterbereich und die Oberarme. Wenn man kein Trikot trägt, ist es im Idealfall UV-Schutzkleidung. Wenn ein Kleidungsstück tatsächlich UV-Schutzkleidung ist, erkennt man daran, dass ein UV-Schutzfaktor ausgewiesen ist. Der sogenannte UPF-Wert für Ultraviolet Protection Factor. Je höher der UPF-Wert, umso besser. Auch wichtig, ein Sonnenhut. Am besten einer mit einer breiten Krempe, damit auch der Nacken und das Gesicht ein bisschen geschützt sind. Für dein perfektes Stadium-Outfit fehlt natürlich noch die Sonnenbrille. Denn UV-Strahlung erhöht nicht nur das Risiko für Hautkrebs, sondern auch für grauen Star. Eine gute Sonnenbrille sollte entweder große Gläser und breite Bügel haben oder wie eine Sportbrille nah am Gesicht anliegen, sodass keine UV-Strahlung von der Seite ins Auge kommen kann. Ein Hinweis, dass die Gläser der Sonnenbrille UVA- und UVB-Strahlung komplett ausfiltern, ist das UV-400-Zeichen. Wenn du wissen willst, wie du dich und die Hautpartien, die du bis jetzt noch nicht bedeckt hast, schützen kannst, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und bleib dran. Nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Sonnencreme. Und vor allem, bleib gut geschützt!